besondere Aufmerksamkeit und eine besondere Pflege. Darum geht es jetzt mit dir, Christina Wolf-Stagel ist bei uns, unsere Drogistin, Naturkosmetik-Expertin. Der Herbst hält Einzug. Was tun wir mit unserer Haut? Der Herbst ist ganz wichtig, dass wir im Herbst unsere Haut besonders intensiv pflegen, damit sie nicht so schnell trocken wird für den Winter. Das heißt, das schaffen wir mit sanfter Reinigung, regelmäßigem Peeling und einer Trockenbürste, die ich heute mitgebracht habe. Darum geht es. Ich schnapp mir das einmal und schaue mir das an. Während, was tut man damit? Erklär uns das mal. Diese Trockenbürste durchblutet unsere Haut, peelt unsere Haut. Wir regen damit auch die Lymphe an. Das Lymphsystem wird stimuliert dadurch. Es ist einfach eine unglaubliche Sache, die wir da erleben, wenn wir regelmäßig bürsten. Eine Sache, die man schon lange weiß, die jetzt ein bisschen ein Comeback feiert. Auf jeden Fall. Gerade in den sozialen Medien wird die Trockenbürste gerade besonders gehypt. Dort kennt man sie unter Dry Brush oder Dry Brushing, das Trockenbürsten. Obwohl wir die Trockenbürste schon ewig, seit Jahrhunderten schon kennen, schon von der ayurvedischen Medizin, aber auch in Klöstern wurde immer mit Trockenbürste gebürstet. Was tut man damit? Du hast uns hier auch so eine schematische Zeichnung mitgebracht, nicht ohne Grund. Ja, weil es wichtig ist, dass wir mit der Bürste in diese Ausscheidungszonen, die ich hier blau markiert habe, in diese Richtung bürsten. Weil wir scheiden über diese Zonen, also Fußsohle, Handflächen, Beuge, Achseln und Kopf, besonders viel Giftstoffe aus. Und wenn wir da in diese Richtung bürsten, unterstützen wir unseren Körper und erleben dann auch das Gefühl, dass unser Körper auch entschlackter wird, straffer und die Haut wird auch so schön samtig. Zeig uns vielleicht mal nur ganz kurz, wie man das macht. Und zwar, wir öffnen zuerst das Lymphsystem im Nacken. Das heißt, im Nacken bürsten wir aufwärts. Dann öffnen wir hier unterm Schlüsselbein kurz die Lymphe und dann geht schon los. Und das möchte ich dir gleich mal hier so zeigen. Und zwar, wir streichen am rechten Bein abwärts hinunter zur Fußsohle, wo wir auch eine Ausscheidungszone haben, öffnen dann auch noch die Lymphe am Knie und Kniekehle, arbeiten uns von dort dann aufwärts hinauf zur Beuge, Bauch und auch die Arme streichen wir dann auch aus. Das zur Handfläche. Aufwendig. Wie lange braucht man für dieses ganze Ganzkörperprozedere? 7 Minuten. Okay. Wenn man das geschafft hat, hast du natürlich eine Empfehlung, auch was man der Haut da noch Gutes tun kann. Also dann ist die Haut besonders aufnahmefähig und dann pflegen wir am besten mit einer Intensivkur. Das muss ich dir unbedingt auch zeigen. Das ist ein festes Körperöl. Das zieht besonders gut ein, ist reichhaltig, hat Bakuchiol und Paracresse drinnen. Vom Sommer. Ja, die Haut ist besonders trocken. Ja. Und damit haben wir einen schönen Schimmer auf der Haut und die wird so richtig balsamisch genährt, die Haut. Man soll sie verwöhnen. Jetzt ist ein Thema, das viele von uns kennen, natürlich gerade die Sonneneinstrahlung und so Pigmentflecken. Die müssen ja nicht unbedingt bleiben. Kriege ich die weg? Gerade die, die über den Sommer entstanden sind, bekommen wir mit einem Serum beispielsweise wieder weg. Ich habe heute ein Beispiel mitgebracht. In diesem Serum ist Eibisch und Süßholz verwendet. Das können wir gerne auf der anderen Hand. Ja, die noch Hand ist schon relativ gut gepflegt. Zeigen. Und das ist ein leichtes Serum. Und damit täglich in der Früh und am Abend gepflegt, bekommen wir die Pigmentflecken im Gesicht leicht wieder in den Griff, weil die Pigmentierung gehemmt wird und die Melaninbildung auch gestoppt wird. Also da kann man schon ein bisschen nachhelfen. Ja. Zum Abschluss noch von dieser Bürstengeschichte. Ja. Wie oft machst du das, damit das wirklich wirkt? Ich empfehle es jeden zweiten Tag. Ich selber mache es täglich, weil meine Haut ist ja schon gewohnt und gibt mir besonders viel Energie in der Früh schon. Also ich bin total frisch aufgefrischt. Gerade den zweiten Kaffee oder so, eine kleine Bürsterei. Ja, ich trinke keinen Kaffee, also das ist mein Kaffee. total fein. Und anschließend duschen, damit wir die abgestorbenen Hautschüppchen, die wir abgeschrubbt haben mit der Bürste, abduschen. Vielleicht noch kalt duschen den Körper und dann sind wir so richtig wach. Hilft für den Tag. Am Abend wäre es zu aktivierend. Okay. Großartig. Danke dir. Danke auch. Es war der